So, geschafft. Geht doch. Marines, wir haben eventuell Al-Azadz in der Hauptstadt entdeckt. Das erste Bataillon ist auf dem Weg. Aufklärungsdaten des SAS lassen vermuten, dass Al-Azadz einen russischen Sprengkopf besitzt. Wir müssen uns beeilen. Noteinsatzteams wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber Al-Azadz Bodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Azadz und beenden diesen Krieg. Jetzt und hier. Los, Marines! Also, los, Marines! Information, nähern uns Ziel 30 Sekunden. Oh yeah! Weichen Sie den Widerstand für den Bodenangriff auf. Ziele aktualisiert. An alle hier, Adlerauge. Wir sehen feindliche Panzer in Palmenheim westlich des Flusses. Jetzt werden wir alles vernichten. Schieß doch! Raketenwerfer auf den Dächern. Kosten 1 des Tomahawk Cruise Melee Mini-Specs 900.000 Dollar. Alles no problemo hier. Woohoo! So muss es laufen. Hinter mir, da kann ich nichts machen. Okay, wollen wir mal landen. Ja, verstanden. Okay, Bachelor 27, bringen wir diese Abrams an die Front. Outlaw, hier Kommando. Die Hälfte hier absetzen und den Rest 2 Kilometer weiter nach Westen. Ein Sturzflug ist in der Stadt festgenagelt und muss evakuiert werden. So, jetzt werden die abgesetzt und dann würde ich sagen, geht es für uns weiter. Die Gegend ist auf jeden Fall ganz nett. Die Vorhut sitzt im Kampfgebiet fest. Oh oh. Mit grünem Rauch. Wow. Jetzt ist es Zeit für uns zu landen. Go, go, go! Here we fucking go! Ah. Los geht die Sache! Zack, dann ist er down und... Oh, ich kann mich um diese Scheißecke! Das wäre jetzt so geil gewesen. Da wäre ich einfach durchgeruscht und hätte alle weggepont. So. Los, block nicht.
Und here we go. Aua, Mann, bitch! Hör doch auf mit dem Scheiß. Nein. Nix da, du kannst mich nicht umboxen. Wenn er kommt. Ah, er hat mich geboxt. Ja, wie schnell kann er boxen? Der boxt zweimal und dann bin ich sofort tot. Übelst unlogisch. Ha! Noob! So, und hoch da. Laptop, Laptop, da liegt ein Laptop. Holt ihr uns hier raus? Wir sind's, Captain. Raus hier, bevor sie sich neu formieren. Go, go, go. Ach du heilige Scheiße. Jetzt geht's aber richtig rund hier. Wow, 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 geht los. Oh, da oben auf dem Dach ist auch noch einer. Scheiße, scheiße, lass mich hier durch, lass mich hier durch. Lass mich hier durch, lass mich hier durch. Stirb! Und hier ist auch noch ein Laptop. Los, zur Landezone. Autsch! Ah, da müssen wir lang. Alles klar. Gut zu wissen. Und wieder rein da. Gerade einmal im Kreis gelaufen. Oh, da ist ein bisschen. Also, wir haben hier ein Problem. Das C-Team 6 hat eine mögliche Atomwaffe in Al-Azad-Palast im Westen entdeckt. Nukleare Noteinsatzteams sind unterwegs. Alle zurückziehen, bis die Waffe als sicher eingestuft wurde. Over. Oh oh, unsere Kollegen hat's erwischt. Kollegen hat erwischt, unsere Kollegen hat erwischt. Ihr geht nicht runter, ihr stürzt ab. Und jetzt müssen wir ganz mutig die Leute retten. Und go! Vorsicht, 2-5. Feinde kommen zur Absturzstelle südwestlich eurer Position. Wir haben 90 Sekunden, Jackson. Der Pilot, niemand ist das zurückgelassen. Gut, dass sie nicht treffen können. Los, ihr müsst mich beschützen. Autsch. Autsch. Au. Au. Geht doch. Wir haben eine mögliche atomare Bedrohung in der Hauptstadt. Auf Mindestsicherheitsabstand gehen, bis das nukleare Noteinsatzteam die Situation freigeht. Guck mal, wie viele Gegner hinter mir waren. Die waren alle so blöd, mich zu treffen. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Wir erwarten von Turbulenzen. Festhalten. Jake, gib mir vollen Schub. An alle
alle US-Streitkräfte. Wir haben eine bestätigte nukleare Bedrohung in der Stadt. Einsatzteams sind vor Ort und versuchen zu entschärfen. Wow! Wiederhole! Wir haben... Oh du Scheiße! Dreck, Scheiß, Atombombe, was sollen wir denn jetzt machen? Ich muss überleben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben! Nein! Und was ist jetzt passiert? Was passiert? Scheint eine Explosion gewaltigen Ausmaßes zu sein. Die Berichte sind nur vage und unbestätigt momentan. Der Schaden scheint sich insgesamt bestätigte Meldungen über Verluste. Zu starten war scheinbar eine Atombombe in seinem eigenen Land. Vielleicht der Beginn einer größeren. Mehr als 15.000 Marines waren an der Operation zum Zeitpunkt der Explosion beteiligt. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmords... Bislang ist noch nicht bestätigt worden, wer und warum die Atombombe gezündet hat. Doch erste Berichte von der Front lassen darauf schließen, dass Khaled Al-Assad, Vizekommandant, der verantwortlich für die Nation. Oh Mann. Leben wir noch? Okay, anscheinend leben wir noch. Oh, das hört sich nicht ganz so gesund an, würde ich sagen. Wo sind denn alle hin? Wo sind sie? Wo sind denn alle? Wo sind denn alle? Nukleare Detonation. Radioaktiver Niederschlag im Umkreis von 12 Kilometern. Epizentrum bei NB. Das können die doch nicht bringen. Sofortige Evakuierung. Ach du Scheiße. Kontaminationszentren werden eingerichtet. Au! Oh. Nein. All meine Kollegen. Sie sind tot. Personen mit erhöhten Werten werden aufgefordert, sich schnellstmöglich unter medizinische Aufsicht zu begeben. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann dieses nicht überleben. Werde ich es überleben? Oder doch nicht? Oh, diese scheiß Tonne, sie hat mich... Nein, ich habe einfach keine Kraft mehr. Komme ich jetzt in den Himmel?